Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemmingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Ja, genau. Ich habe es gerade vergessen. Was? Dragon's Dogma und 2. Und wir haben beim letzten Mal haben wir leider unseren Hauptvasallen verloren. Ist natürlich ein Verlust, weil es halt unsere einzige Magierin war. Und dadurch verlieren wir halt, wie gesagt, verlieren wir unsere mit einer unserer wichtigsten eines unserer wichtigsten Mitglieder, weil sie halt die einzige ist, die wirklich heilen konnte. Aha. Hier liegen ja auch noch Tote rum. Interessant. Das Vieh ist hier runtergesprungen. Ist natürlich ist auch nicht so schlau. Lol, was ist das hier eigentlich alles? Slimed! Most unpleasant. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Okay. Dann würde ich auch sagen, ziehen wir uns auch ein bisschen zurück, ne? Weil, ehrlich gesagt, kein Bock. Hier am Ende wieder aufs Maul zu bekommen. Boah, du Scheiße. Ist doch so ein Scheißvieh, ey. Okay, Leute, wir ziehen uns jetzt zurück. Then I shall remain by your side. So. Ich würde jetzt einfach nochmal kurz irgendwas, was mir... Ne, wir müssen jetzt mal kurz irgendwas... Vergiftung zu heilen. Achso, ich bin durchnässt. Das ist das Scheißproblem. Okay, das also hat Durchnässung wirklich sogar eine richtige. Es ist ein richtiges. Gibt sogar ein richtiges Problem, wenn man durchnässt ist. What the fuck? Naja, egal. Gucken, wie weit wir es dieses Mal schaffen. Sind noch welche? Ich zähl wenigstens 3. Okay, wir legen uns jetzt nicht unbedingt. Müssen wir uns jetzt nicht unbedingt mit denen anlegen, weil. Das wäre jetzt schon ein Schritt vielleicht zu heavy. Mist, muss ich nicht ran. Man weiß ja nicht, wie ich da dran komme, ist ja auch jetzt egal, wurscht. Ach, letzten Endes, wir könnten ja eigentlich es probieren, mit den 3 es aufzunehmen, wenn wir... müssten nur irgendwie schauen, dass wir die... Komm, wir geben was Saures hier. Boah, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen, Kacke. wo haben wir jetzt irgendwas, was... Tode wieder zum Leben zu erwecken. Ach krass, dann könnten wir das vielleicht sogar bei... beim nächsten Mal bei irgendwelchen, die, keine Ahnung, die. Die vielleicht einfach so im Arsch sind, könnte man das vielleicht sogar anwenden. Das ist geil, vielleicht sogar bei NPCs. Oh, leck mich! Ach komm. Ihr werdet halt ersetzt, auch wenn auch nicht schlimm. Schlitzt das Drecksvieh auf. Aua.
lebt noch, obwohl wir den Schwanz abgehackt haben. Das Drecksviech. Oh, ich hasse Echsen. So close a call offers no solace in victory. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Boah, ihr Lieben, ey. Ich weiß echt nicht, wie wir das hier noch heil überleben sollen. Ich muss ehrlich sagen, Magier, der fehlt halt wirklich. Das ist so endkrass. Und das Durchnässt sein, das macht ja echt einen Unterschied hier. Perhaps we had best return once we have had a chance to rest. I fear we lack the vim to forge on. We shall have to find the fortitude to endure. Das hat schon einen gewissen Nachteil, wenn man tatsächlich dann, sage ich jetzt mal, ein bisschen von der Dings abweicht. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, man lernt halt noch mehr kennen. Und das liebe ich halt auch. Was ist das denn? Okay. Schlitz das Scheißvieh auf. Okay, das ist irgend so eine abgefuckte Scheiße hier. Den lassen wir gar nicht hochkommen. I am sorry. Do not give up hope. Help will come. Gut, halt das Scheißvieh fest. Okay, raus hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, das ist definitiv zu groß. Wir ziehen uns zurück. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Hauptstadt. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug gekämpft erstmal hier unten. Ich jedenfalls muss nicht mehr gegen irgendwelche verschissenen Echsen kämpfen, ey. Gottverschissene Viecher, ey. Brauchen wir erstmal bessere Ausrüstung und ich denke auch Kira brauchen wir auf jeden Fall und wahrscheinlich auch stärkere Vasallen, um letzten Endes gegen die zu bestehen, wenn ich mir überlege, ey, da ist jetzt ein Boss oder so eine Art Mini-Boss hier in der Höhle und diese Viecher waren halt schon krass. Kann halt dran liegen, dass ich echt scheiße bin in dem Game. Aber man lernt ja. Man lernt. The day grows darker, out of the cave at last. Such dark depths take their toll on the spirit. I quite agree. Also ich sag euch eins, ey. Wenn ich wieder in diese beschissene Höhle gehe, wird erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Oh, ein Lager. Cool. Von Freunden oder Feinden? Kein Schimmer. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Cool. Ah. Und wir haben einen Riftstein gefunden. Riftstein der Gutherzigkeit. Cool, wir haben unsere Truppe wird sich jetzt wieder erholen. Ich bin jetzt Level 8, das heißt, ich werde jetzt auch Level 8er hier holen. Die heißt auch Kira. Witzig.
Wen nehmen wir mit? Rüti. Geil. Es sind so viele Dings hier. Es ist ein bisschen scheiße, sage ich ganz ehrlich. I shall be proud to serve you, Arisen. Ja, du kommst mit. Ja. Ja, kriegst du einen Fisch. T'was a fine adventure we shared. Are you fit to travel? Then let's not do. Ja, können wir machen. Ich würde jetzt. Oder wir holen jetzt einfach noch einen Magier dazu. Einfach nur, um jemanden dabei zu haben, der vielleicht ein bisschen mehr einfach auf dem Kasten hat. Zwei, das ist ein Scheißdreck, ey. Also, drei Nahkämpfer, das ist dann doch vielleicht ein bisschen viel, ne? An den Fernkämpfern wird es uns halt laggen dann. Warte mal kurz, wir könnten. Hart. Ach, das sind gutherzige. Achso. This seems a decent spot for a campsite. Surely the rest can wait till after we've examined our surroundings. Ja, bis wir unsere Umgebung in Augenschein genommen haben, das ist tatsächlich eine gute Idee. It was well worth the effort of breaking it. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. You called? Forgive me, but you do not appear to be in need of aid. Okay, okay. Tut mir leid, tut mir leid. Jemand kriegen wir hier echt eins auf den Deckel, ey. Ich würde mal behaupten, dass wir tatsächlich jetzt den Weg tatsächlich gefunden haben. Ich würde mich auch, wir würden uns so, also ich würde mal sagen, wir ruhen uns jetzt einfach dort aus, machen dann im nächsten Video weiter, weil es bringt nichts. Here in Vermont, pawns are revered as such. Es bringt echt nichts, auf Krampf jetzt durch die Nacht zu marschieren. Was ist das hier? Bescheidene Lage aus haben wir ja. Jo. Es ist schon ein. Ich finde schon, dass. Fertigkeiten. Achso. Ja, bis zum Morgen ausruhen. Dann sind wir wenigstens auch wieder ready für den Kampf. Good morning, everyone. Come, good morning. We've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Irgendwie. Ah, da ist die Dings. Seh's grad erst. Das ist die Wasserfallhöhle. Da ist die Wasserfallhöhle. Hier ist die Wasserfallhöhle. Also wenn wir hier lang gehen, scheinen wir wohl den rechten Weg, den rechten Pfad zu folgen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Wertung, Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, euer Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.